begrüßen bei stempelblumenbastelblog.de. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und es geht hier um die Osterinspiration von stempelwiese.de. Bevor wir loslegen, möchte ich euch oder dir ganz gerne sagen, warum Osterinspiration. Wir hatten das von unserem Team schon mal gehabt, dass wir oder dass Steffi eben halt zum Inspiration aufgerufen hat zur Celebration, und das hat so toll funktioniert und das kam auch so klasse an, weil eben wirklich viele schöne Sachen da sind. Also schaut unbedingt dann rein. Wir zeigen euch bis vor Ostern, ein paar Tage vor Ostern, jeder eine andere Inspiration. Ja, ich wünsche euch oder dir ganz viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Und ich würde es mal sagen, wir fangen ruhig an. Ich habe mir zur Osterinspiration, ja, Tulpen ausgedacht. Nicht nur diese Tulpen, auch noch eine andere Sache, nur weil ich gedacht habe, das dauert jetzt nicht so lange, das Video. Ich habe nicht nur die Tulpen, sondern auch, warte, ich zeige euch das, oder dir. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal schräg, dass ihr das so ein bisschen seht. Ich habe mir nämlich hier was gewerkelt. Einmal die Rose, oder Pfingstrose eher gesagt, was ich ja wollte, weil das so ein bisschen zu meinem... Wartet, geht das so? Mit Rasen und so und einen schönen Osterhasen und diesen Marienkäfer, na, jetzt will er nicht. Der hat ein Magnet drunter und das Magnet ist hier in dem Blatt mit eingearbeitet. Das heißt, ihr setzt ihn drauf und der ist gleich fest. Aber dazu möchte ich euch gleich sagen, wenn ihr euch interessiert für diese Pfingstrose, geht auf meinen Blog. Wie gesagt, stempelblumebastelblog.de. Da ist die Rose bebildert, wie man sie sich herstellt. Und eben halt auch den Topf, den Übertopf, würde ich sagen. Mit dem Rasen und so. Weil heute zeige ich euch diese Tulpe hier. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich lege euch mal eine hier. Und dann nehmen wir die kleine hier. Lege ich euch mal so ein bisschen hier beiseite, dass ihr sie seht. Seid mir nicht böse, ich denke mal, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich kann auch nicht so flüssig reden, noch nicht. Ich hoffe, das bessert sich so nach der Zeit. Ihr braucht jetzt für die Tulpe 3 Schaschlikspieße. Wo habe ich sie mir hingetan? Hier. Die kriegt ihr ja überall zu kaufen. Dann habe ich Osterglocke verwendet. Dann das Apfelgrün, also Farbkarton Apfelgrün. Und das ist, dieses Apfelgrün ist für Schleifeneffekte gedacht. Ihr kriegt auch im Katalog, habe ich gesehen, das ist nicht nur ein Paket, was aus Apfelgrün besteht. Also da kriegt ihr noch mehrere Farben. Das heißt, ich glaube, 4 von einer Farbe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe mir jetzt schon mal vorgearbeitet, damit es auch nicht so lange dauert. Ein Streifen von diesem Apfelgrün. Ich würde aber sagen, da ja dieses Apfelgrün 30,5 x 30,5 ist,
Nimmt ruhig so einen ganz langen Streifen, müsst ihr, wenn er es dann umwickelt, nicht aufhören mit Wickeln. Nur, ich wollte jetzt wirklich nur zeigen, wie ich es überhaupt gemacht habe. Ihr geht jetzt mit dem Falzmesser, was ihr habt. Erstmal schneidet ihr euch das Stück Apfelgrün, das heißt 30,5 mal, ich würde sagen 1,5. Das reicht vollkommen hin. Geht mit dem Falzmesser, streicht das ständig drüber weg, damit es auch ein bisschen locker wird. Ich habe dann noch, also das habe ich von beiden Seiten gemacht. Und dann habe ich es so ein bisschen hin und her bewegt, dass wirklich dieses, das was nachher gut auseinanderziehen können, das seht ihr ja jetzt gleich. Ich glaube, seid mir nicht böse, ich will euch mal ganz kurz ranzoomen. Ja, ich habe leider nicht dieses Schöne, dass man auf ein Knöpfchen drückt und dann. Aber ich glaube, das geht so auch. So. So, das haben wir jetzt gemacht. So, und jetzt nehme ich mir hier, versuche hier oben das auseinander zu nehmen. Jetzt habe ich das natürlich schon gemacht, damit ich nicht so vor der Kamera so viel rumfummeln muss. Jetzt müsst ihr nur vorsichtig, weil diese Seite, denke ich mal, ganz schön dünn wird. Auch hier haltet es hier unten mit fest. So, und dann müsstet ihr eigentlich es ganz gut auseinanderkriegen. So, jetzt habt ihr zwei Streifen. So, den wollen wir gleich mal mit dem. Nimmt Sticky Tape. Ich habe jetzt nur dieses andere hier. So, einmal rüber. Bei dem anderen mache ich es auch gleich, wenn ich es nicht brauchen würde, wie ihr ja jetzt na 30,5 da abschneidet, könnt ihr es ja auch immer noch für was anderes nehmen. Zum Beispiel braucht ihr auch da so ein bisschen, dass er hier, seht ihr das? Ja, dass er hier so ein bisschen noch mit zusätzlich rumwickelt nachher, wenn wir dann die Blüte dran machen. So, nehmen wir das eine erstmal. So geht, ich gehe mit meinem Falzmesser, damit es wirklich fest ist. Dann lösen wir es, was ja klar ist. Das brauche ich euch ja, glaube ich, nicht erzählen. So. So, und jetzt könnt ihr wirklich ein bisschen schräg werdet schräg. Das könnt ihr nachher richtig schön fest dran ziehen. Ihr könnt, wenn ihr das auch möchtet. Ich habe bei der anderen zum Beispiel, da habe ich breiteres genommen und habe es dann, na, ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich euch das jetzt erklären? Wartet mal. Wo habe ich denn mein. Ach, da. Da habe ich mir im Endeffekt breiteres abgeschnitten. Das mit Sticky-Tape beklebt. Und habe das dann nicht so, wie ich es jetzt hier rumrolle, sondern ich habe mir das dann so draufgelegt. Und habe es dann so umwickelt. Fand das aber sehr dick. Und da habe ich mir dann dieses hier einfallen lassen für die kleinere hier. Weil ich finde, wenn ihr jetzt nur das, diesen Farbkarton nehmt, ist es so, das wird zu dick. Es ist einfach zu dick. Ich finde, einlagig ist schöner.
da habt ihr auch nicht so eine Schwierigkeiten, dass das drum bekommt. So, das noch. So, ansetzen. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn man das jetzt ansetzen muss. Da achtet nach, finde ich jedenfalls, da achtet kein Mensch drauf, weil ich finde einfach, die Blumen sind so schön geworden. Ich habe sie hier in der Vase stehen bei mir. Ich will mal gucken, ich will dann noch mal ein bisschen, wie nennt sich das? Sand oder so besorgen in Osterglocke oder sogar Orange. Muss ich mal schauen. So, nun habt ihr euren Stiel schon mal fertig. Und ich finde, das Gewickelte sieht ja wohl nicht gerade. Also ich finde, das kann man ruhig so machen. So, wenn ihr das fertig habt, braucht ihr von den ovalen Framelits von der zweitkleinsten 6-mal die Ovale und ihr braucht von unserem dekorativen Etikett von der Stanze, da macht ihr 5-mal. Und ich zeige euch jetzt auch gleich. Das ist mir zu viel, was ich da verbrauche. Müsste das passen, ne? Ja, genau. So. Na? Da braucht er 6 Stück von. Ich habe jetzt, weil ich finde hier dieses Geschwungene hat so eine, ja, wie soll ich sagen, von der Tulpe oben finde ich das ganz gut. Und ich habe dann einfach wie so ein Kelch. Ich meine, wie ihr das ja nachher macht. Aber ich finde das ganz schön. Ich finde, das sieht aus jetzt wie so eine Tulpe. So ein Blättchen. So, und jetzt zeige ich euch noch, weil ich wollte ja nicht nur diese ganz großen, die kommen außenrum. Und die ich euch jetzt zeige mit diesen Ovalen, die kommen nach innen. Und da habe ich mir das Designer, also die Stanze Designer Etikett genommen. So, ich hoffe, das seht ihr. Es hier weiter. Ne? So. So ungefähr habe ich es gemacht. Aber seht jetzt auch, ich will euch noch mal ranzoomen. Guckt mal. Ich finde, das sieht schon aus um wie eine Tulpe. Finde ich jetzt. So. Drauf gedrückt. So, und jetzt habe ich. Sieht doch ganz hübsch aus. So. So, ich zoome euch aber wieder zurück. Nee, so. Ja, dann habt ihr nämlich schon mal die Blätter. Die habe ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen angekratzt. Was heißt ein bisschen? Ein bisschen mehr. Dass das nicht so von den Seiten so, ja, so gerade aussieht. Also jetzt verrate ich euch mal was. Wisst ihr was? Sonst, wenn ich immer gedreht habe, meine Videos gedreht habe, war mein Mann immer dabei. Und ich weiß nicht warum.
Jedes Mal muss ich anfangen zu stottern. Warum, weiß ich auch nicht. Und heute ist er nicht da. Und ich finde, es geht ein bisschen flüssiger. Vielleicht sollte ich meinen Mann immer na, sagen, er soll erstmal wohin gehen. Also ganz eigenartig. So, wartet mal, ich zeige euch das. Ich hoffe, ja, so ein bisschen könnt ihr das sehen. Jetzt diesen Oval habe ich oben eingeschnitten. Hier habe ich auch so ein bisschen, nicht zu viel. Ich meine, ihr könnt ja nachher auch noch selber austüfteln. Vielleicht kriegt das irgendwie schöner oder so hin. Kann ja möglich sein. So, dann habe ich unser Stempelkissen. Nicht Osterglocke, sondern Mandarinorange. Weil ich weiß nicht, aber mittlerweile müsste man mitgekriegt haben, dass ich voll auf Orange und Gelb stehe. Da wollen wir uns doch gleich mal. So. Ja, das kann man nämlich ganz gut sehen. Ich bin jetzt einfach so ganz vorsichtig, nicht zu dolle. Habe das mir auch noch umgedreht, da man ja von innen und außen es sieht. Achso, was ich sagen wollte noch, diese Schwämmchen, wenn ihr nachher alles ankratzt und so, seid vorsichtig. Ich habe mir das Schwämmchen hier schon kaputt gemacht dadurch. Also, da war ich ein bisschen blöd. Weiß ich auch nicht. Ich habe zu doll aufgedrückt oder weiß was ich. So, das. Und hier macht er genau das Gleiche. Sieht zu, dass er nicht zu dolle die Farbe lieber mal öfters dann reingehen. Weil nicht, dass so eine Punkte entstehen, wie ich hier gerade habe. Also ich fand das ganz toll von meiner Stempelmami, Steffi, von der Stempelwiese, weil ich nämlich das erste Mal dabei bin bei dieser Inspiration. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Und da ich das noch nicht alles so hinkriege mit dem Computermäßig, hat Steffi mir gesagt, dass sie mir da hilft, wo sie mir sowieso bei allem hilft. Also liebe Steffi, wenn du dir dieses Video anguckst, herzlichen Dank mal für alles. So. So, dann habt ihr das. Eure Blüten sind soweit fertig. Seid mir nicht böse, ich werde euch hier in diesem Video nicht ganz zeigen, wie sie dann entsteht. Ich zeige euch jetzt wirklich die Technik, wie ich sie so gemacht habe. Und da müsste man eigentlich na, trotzdem wissen, wie sie entstanden ist. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse dafür. Da ihr jetzt diesen na, Stiel habt, mache ich das so an den Blüten, habe ich mir wirklich aus Resten, nichts anderes, so eine Stücke immer geschnitten. Das zeige ich euch gleich an der fertigen. Auch warum, weil ich es nämlich ein paar Mal überlegt habe, wie und wo ich das mache oder nee, wie ich es mache. Ich habe mir die Dinger nämlich, also die, nicht die Dinger, sorry.
Das sieht man ja nachher sowieso nicht, weil ihr das natürlich alles so rumklebt. Wenn die da, wartet mal, vielleicht kann ich das mal schnell ankleben, dass ihr seht, was ich damit meine. Nimmt den Tombow-Kleber. Ich finde, der ist sehr ergiebig und er schnell mit Trocknen. So, und ihr dann, erstmal macht er natürlich diese kleinen Blüten. Hier zum Beispiel könnt ihr das ruhig noch ein bisschen hin und her knicken. Dann habe ich mir mein Falzmesser genommen, das hier so ein bisschen nach innen gebogen immer. Das sogar auch. Und dann, wenn dann dieses lange Stück da drin ist, habe ich sie dann hier ringsherum angelegt und habe sie na, festgeklebt. Am besten, ihr nehmt dann das Sticky Tape und dann hält das am besten. Ihr könnt natürlich euch auch, was ich auch schon überlegt habe, einfach Sticky Tape nehmen und klebt euch innen drinne an diesem Stiel die kleinen da schon mal fest und dann kommen ja die großen und dann braucht das ja nur noch drum wickeln. Dann ist vielleicht auch der da Sticky Tape nicht so viel, dass das zu dick wird, weil ihr seht ja hier, die ist auch oben ganz schön dick geworden. Aber ich fand es jetzt nicht ganz so tragisch. Ja, wenn ihr das dann habt und ihr habt das rumgeklebt, dann habe ich mir ein Stück Osterglocke oder gelbes Band. Ist jetzt leider nicht von Stampin ab, aber da ich eben halt noch nicht so viel habe und eben halt noch andere Sachen habe, habe ich mir hier, das ist so ein ganz dickes Paket, so eine ganz dicke Rolle. Und ich glaube, das darf ich auch mal ruhig sagen. Das sind diese Rollen von Aldi, die ich damals alle gekauft hatte. Und ich meine, die werde ich jetzt nicht wegschmeißen. Die werden aufgebraucht und dann kommt, werde ich einiges an Stampin ab na Schleifenbänder holen noch, weil alles auf einmal kann man ja nun nicht. So, wenn ihr das dran habt, umwickelt ihr das noch mal mit diesem, was wir ja hier schon drum gewickelt haben, so ganz leicht. Und ihr seht ja, wir sind schön locker. Wenn ihr natürlich wollt, packt euch hier zwischen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Legt euch einfach so ein Draht mit rein. Vielleicht macht da zwei oder drei Stück. Dann könnt ihr euch sogar die Tulpe mit dem Köpfchen hin und her bewegen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es jetzt erstmal so starr gelassen. Es fällt einem immer ein bisschen später alles ein. Aber vielleicht habt ihr ja Lust und versucht es einfach mal. Jetzt geht es um unsere Blütenblätter. Ihr seht ja selber, diese Blütenblätter, die könnt ihr biegen, egal wie ihr wollt, weil ich nämlich Draht reingearbeitet habe. Ich möchte euch zeigen, wie das geht. Ich habe mir wieder dieses Apfelgrün genommen. Ihr macht genau das gleiche, wie ihr es jetzt mit dem Stiel gemacht habt. Ihr schneidet euch eben halt nur in etwa, ich habe es jetzt so gemacht, mir ein Blatt schön länglich aus. Wenn ihr da noch zu Fragen habt, dann sagt mir Bescheid und ich beantworte es euch dann auch ganz gerne. Aber ich denke mal, so ein Blatt kann jeder selber herstellen. Nehmt euch einfach von der Tulpe so ein Blatt und dann wird es einfach nachgezeichnet. So, und ich habe jetzt schon, bin dabei, es auseinanderzuziehen.
So, jetzt legt ihr euch das so hin. Ich habe zum Beispiel jetzt erstmal in der Mitte, damit da wo unser, ja, wie soll ich sagen, nee, nicht wie soll ich sagen, sondern einfach unseren Draht, den Blumendraht kriegt ihr überall in Blumenladen oder sogar, ich glaube, auch bei gewissen Märkten. So. Gehe ich ruhig noch mal mit meinem Dings drüber. Jetzt könnt ihr euch das schon, nee, nicht, sondern erstmal Tombow-Kleber. Macht ein bisschen sparsamer, nicht zu dick, weil sonst quillt euch das an der Seite raus. Sollte es aber passieren, ist es auch nicht so tragisch. So, und in der Mitte ziehe ich auch noch mal ein. Also macht genug drauf, damit wirklich das Blatt richtig schön zusammenklebt. Das können wir wegpacken. Meine Pinzette. Ja, das ist dieses jetzt. Man will was vorführen und es klappt nicht so, wie es soll. Ist klar. So, dann legt ihr erstmal euer Draht dazwischen. So, jetzt müsst ihr wirklich versuchen, Kante auf Kante. So. Oh ja, perfekt geklappt. Sollte ein bisschen was überquillen, ist ja nicht so tragisch. Der Tombow-Kleber, der ist ja durchsichtig. Das ist dann nicht so schlimm. Damit dieses Blatt jetzt wirklich nicht so, ja, nach nichts aussieht, habe ich jetzt mir eine Schere genommen, vorsichtig. Macht es nicht zu doll, nicht, dass er durchkommt. Einmal drehen und dann euch das Blatt nehmen. Ich würde sagen, da ich es ja jetzt erst geklebt habe, aber na, wenn es dann ein bisschen getrocknet ist, könnt ihr es euch nehmen und dann ein bisschen zusammendrücken das Ganze. So. Dann sieht es auch wie so ein Blatt aus. So, jetzt habe ich mir das schön gekürzt, aber nicht ganz, wie ihr seht, damit das jetzt hier, weil ihr ja drei Schaschlikspieße genommen habt, habt ihr ja da so leichte Hohlräume zwischen. Und dann habe ich mir das kleinste natürlich, habe ich mir nach oben gepackt. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob es auch wirklich geht.
Bin ich da richtig? Ja. So. Passt. Und ihr könnt echt biegen, ist egal. Entschuldigung. Ja, ich würde sagen, das ist noch zu frisch gewesen. Also bitte tut mir einen Gefallen und na, lasst es erst ein bisschen trocknen. Dann kann euch da auch nichts passieren. So. Ich hole mir da nochmal den raus. Selber schuld, Frau Wermuth. Oder Michaela. So. Vielleicht lass doch den Draht ein bisschen mehr rausgucken. Nicht so na, kurz, wie ich das eben gemacht habe. Entschuldigung. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch meine Blüten. Vielleicht, wo habe ich nochmal die andere? Da. Da seht ihr ja, dass ganz große na, Tulpenblätter sind. Aber ich fand das schon eine schöne Idee. Und gerade jetzt zum Frühling und Ostern sieht doch das ganz hübsch aus. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann na, besucht mich einfach auf meinem Blog. Ich werde natürlich alles so schnell wie möglich beantworten. Und wenn ihr noch bestellen wollt, dann hinterlasst mir ruhig eine Nachricht. Ich würde mich natürlich auch freuen, wie euch mein Video oder meine Inspiration gefallen hat. Und wie schon gesagt, dieses Körbchen, was ich da mit der Rose gemacht habe, ist auf meinem Blog. Da könnt ihr euch genau angucken, wie ich es gemacht habe. Da ist die Anleitung. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Freue mich, dass er vorbeigeschaut oder du vorbeigeschaut hast. Und ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln wünsche ich dir. Macht's gut, eure Michaela. Tschüss.